Freunde, heute ist wieder soweit. Wir machen richtig leckere Champignonpfanne, aber nicht eine normale Champignonpfanne, sondern eine Champignonpfanne mit Bacon und Knoblauch nach dem Intro. Und unsere Champignonpfanne machen wir in diesen Dutch Oven Deckel von Barbecue Toro. Das ist ein 9er Dutch Oven Deckel. Der hat einfach ein bisschen Tiefe, die brauchen wir. Und die Größe. Und die stellen wir jetzt einfach ganz locker flockig hinten auf unsere Kohlen. Und dann lassen wir den mal richtig heiß werden. Und darin schmelzen wir dann eine halbe Butter. Also ohne Butter geht hier gar nichts. Und die schmelzen wir jetzt drin. Und so lange müssen wir warten, bis die richtig heiß ist. Okay, die Butter da hinten, die fängt jetzt gerade an, richtig Hitze zu geben. Und jetzt wollen wir unsere Pilze, die wir jetzt hier in Viertel geschnitten haben, die kommen jetzt alle da in die Butter rein. Was laber ich echt für Scheiß? Keine Ahnung. Und die schwenken wir jetzt hier ordentlich alle durch, damit die schön in der Butter sind. Und dann dauert mit Sicherheit 10 Minuten, Viertelstunde ungefähr, bis die richtig schön eingegangen sind, ein bisschen Bräune kriegen und dann machen wir weiter. Okay, jetzt haben wir ungefähr 10 Minuten gewartet. Du siehst, die Pilze gehen jetzt langsam auf die Zielgeraden, also die werden jetzt ein bisschen weich, gehen auch ein bisschen ein, die werden ein bisschen kleiner, aber wir sind natürlich hier noch ein bisschen weit entfernt, weil wir haben jetzt auch relativ viel Flüssigkeit noch drin, auch von den Pilzen, da ist natürlich Flüssigkeit rausgekommen. Dauert ungefähr noch 10 Minuten, denke ich, und dann werden wir unsere restlichen Zutaten mit dazugeben. Ungefähr Viertelstunde, 20 Minuten haben wir rum. Hier siehst du unsere Pilze, also die Flüssigkeit geht jetzt langsam zu Neige, so soll es natürlich auch sein. Unsere Pilze sind richtig schön glasig und auch weich. Und hier steigt ein enormer geiler Duft halt hoch. Jetzt haben wir hier nochmal eine Handvoll oder ein kleines Schüsselchen voll mit Bacon. Der kommt jetzt komplett mit da rein. Und natürlich unser Knoblauch. Und da haben wir nicht wenig. Wir haben 5 Knoblauchzehen klein gehackt. Und die dürfen jetzt einfach auch mit da reinwandern. Natürlich nicht von Anfang an, ist klar, weil sonst wird der Knoblauch dann zu kross, zu knusprig und dann wird er bitter. Das wollen wir nicht. Also fügt das Knoblauch und den Bacon zum Schluss dazu. Dann rühren wir alles nochmal gemeinsam um. Und dann am Schluss wird abgeschmeckt. Einfach mit Salz und Pfeffer, mehr brauchen wir nicht. Okay, jetzt sind wir quasi eigentlich am Schluss. Jetzt ist unsere Pilzpfanne hier fertig. Jetzt werden wir noch ein bisschen würzen. Wir nehmen ein bisschen Salz, aber wirklich nur ein bisschen Salz, weil wir haben natürlich Bacon drin. Bacon ist salzig, von daher brauchen wir gar nicht so viel, aber ein bisschen Pfeffer. Weil Pfeffer mögen wir, manchmal sogar ein bisschen mehr. Jetzt schwenken wir das hier alles nochmal einmal durch. Und dann kommt unser Deckel auf den Tisch und dann wird gegessen. So einfach ist das. Oh, hör mal. Das hört sich so geil an und es riecht hier so geil. Ich kann es gar nicht beschreiben. Also richtig lecker halt einfach, weil es lecker ist. Einer hat die Gabel, einer hat den großen Level und jetzt wird gekostet. Oh, ich habe Knoblauch erwischt. Oh, ja, so muss das sein. Ja. Komm her. Ah, das riecht so geil, wirklich, jetzt ohne Quatsch. Guten. Oh. Mmh. Oh, die ist geil. Oh. Die ist sehr geil. Vor allem hat die richtig Schub. Die hat richtig Schub. Also ich liebe ja Pilze, aber mit Bacon und Knoblauch dazu. Einfach mega geil. Das ist eine richtig geile Beilage. Für zum Beispiel, guck mal, da vorne. Flammbauch. Unser Flammbauch. Passt mega gut dazu. Ich pick mal den Knoblauch. Kannst du jetzt gar nicht sagen. Aber wir machen jetzt ganz schnell den Abspann. Warum? Weil der Bauch fertig ist. Weil der mir sonst nämlich alles weg ist. Und der Bauch fertig ist. Also, wenn dir das Video gefallen hat, dann musst du das unbedingt nachmachen, weil das schmeckt richtig, richtig geil. Liken, kommentieren und abonnieren, da oben steht es für uns mega wichtig. 3 Videos machen wir die Woche, immer am Dienstag, am Donnerstag und am Sonntag und da schaltest du auch ein. Also nicht nur oder, sondern und, also an allen 3 Tagen. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Wenn du das ganze Rezept nochmal nachlesen willst, kannst du es gerne tun auf mgbarbecue.de. Link ist hier unten und wir bedanken uns und wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt MG Barbecue.